in der letzten Episode. Nice. Na gut, das sind dieselben, die wir haben. Nur 1% schlechter. Ja, das kann man gut verwenden, denn wir haben... Bitte was? Das wäre okay. Wir könnten schon mal reingucken, aber vielleicht ist ja doch was drin. Und so geht's weiter. Hm? Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus in der Episode 44. Heute sind wir nun auf dem Weg zum Sturmflusstal. Das heißt erstmal zur Kirche. Wir haben in der letzten Episode das Städtchen durchsucht, noch einen Wolf geschossen, auseinandergenommen, aber nicht abgekocht. Ne, wir haben nicht das Fell bei uns, okay. Nicht, das hätte ja sein können. Genau, dann heißt es jetzt erstmal zur Kirche. Ja, es ist fast schon abends. Könnte sein, dass wir in der Kirche pennen. Oder in der Höhle nach ins Sturmflusstal. Das würde wahrscheinlich mehr Sinn machen. Die Container könnte man auch noch abgehen. Aber erstmal schauen, wo hier die Wölfe sind. So, das Auto bitte. Ach ja, drum her von dem Zeug. Also wir haben wirklich sehr viele Magnesiumfackeln gefunden. Das ist nicht notwendig. Brauche nicht so viele davon. Okay, hier ist nix. Und den Kofferraum stemmen wir wieder auf. Und stemmen uns sogar hoch. Nächstes Auto. Ja, sehr müde sind wir nicht. Also wir könnten theoretisch schon noch was machen. Na, guck mal da oben. Ja, total wichtig. Ach so, habe ich jetzt eigentlich Stoff mitgenommen? Ich glaube nicht, wegen eventuell noch mehr Verbänden und so. Naja, danke. Kommt wie gerufen. Okay, da ist nichts drin. Da auch nicht. Ach Quatsch. Ja, was wird das jetzt? Für eine Sekunde sah es so aus, als würde der Wolf hierher kommen. Die Autos stehen aber lustigerweise immer noch an derselben Stelle, also die haben sie nicht umgetopft. Ah, jetzt, nein. Der kommt, achso, der haut ab, der andere. Wenn sie bitte kommen. Naja, ich muss ein bisschen aufpassen hier wegen diesen Wellen und Dellen auf der Straße. Ja, ja, ich bin hier, du Penner. Innenkopf, Junge, Innenkopf. Damit wir immer denselben Pfeil verwenden. Hm. Also die Batteriendichte haben sie dramatisch reduziert. Das ist echt krass. Ja, nichts. Okay. Der ist zu gut. Naja, guck mal, der Stein ist noch aufgetaucht. Bin ich auch sehr dankbar. Hier ist eigentlich eine günstige Stelle. Da ist gerade ein größeres Stück. Machst du auch erst einen Schlenker oder kommst du direkt auf mich zu? Ja, dafür reicht allemal. So, da haben wir euch beide. Gut. Natürlich, wie bekannt, so schnell wie möglich.
Wobei es nicht so kalt ist, aber hey. Da klart es auf. Und hier die 5 Kilo raus. Ich habe jetzt kein Brennmaterial dabei, deswegen ist mir das gerade mal egal. Ja, ja, okay. Machen's hin. Damit wir heute noch was schaffen. Nein, du kannst keine Bäume essen. Kriegst jetzt nicht nochmal den Wolf, obwohl du denselben Spruch bringst. Mhm. So. Da waren es nur noch 11 Pfeile. So, ich hoffe, das waren jetzt auch nur 2 Wölfe. Nee, nee. Die Kirche bewachen jetzt 4 Wölfe. 2 außen und 2 innen. Ja, das wäre der Hammer. Okay. Ach Gott. Ein Messer. Ja, wir müssen hier einiges zurücklassen. Ja, genau. Sag ich ja. Hinter der Orgel, echt? Lose Bretter. Das ist in der Orgel. Gut, das ist leider die einzige Stelle, wo man hier was unter... Also wir tun jetzt ist ins Auto. Das geht natürlich schon. Das geht natürlich schon. Yep. Alles klar. Ah doch, hier ist ein Container. Okay, dann packt man das hier rein. Das ist günstig. Ja, und die Wölfe müssen noch raus. Wir müssen halt, wenn wir zurückkommen, hier auf jeden Fall nochmal durch, damit wir das Zeug mitnehmen, was da drin liegt. Im günstigsten Falle sind wir nicht so lang im Stumpflusstal. Ja, okay. Gut. Nix und hinten drin ein Wollschal. Gut, alles klar. Dann kommt das Ding auch dazu. Das stimmt nicht. Heißt es, wir kommen jetzt hier so durch oder sind hier nochmal Wölfe? Zum Container hoch. Er ist halt da oben. Also ist schon noch ein Stück. Hinauf. Ich rechne mal lieber mit Wölfen, also gehe ich lieber dort lang. Okay, hinauf. So, wo ist da der Kalender? Der Container. Weiß gar nicht, wieso ich jetzt an Kalender denke. Gehen wir auch nur durch, in der Hoffnung nicht zu viel mitzunehmen. Okay, hier brauchen wir schon die Laterne. Ja, dass die jetzt da unten ist, das ist echt ungewohnt. Naja, sowas hat funktioniert. Gut, alles klar. Ja, ich habe die, die Laternenmod nochmal kurz installiert, um halt die Farbe zu ändern. Ich habe die jetzt mal auf weiß gesetzt. Und,
Wobei ich nicht so sicher bin, ob das wirklich berücksichtigt wird. Keine Ahnung. Ich habe das halt nochmal geändert, habe es dann deinstalliert. Es könnte auch sein, dass es jetzt wirklich komplett raus ist. Das weiß ich nicht. Naja. Immer. Gut. Es kommt auch ein Handy. Ja, okay. Das kommt total ein Handy. Na, jetzt bin ich zu schwer. Willst du nicht da dran schlafen? So, da liegt ein Stück Holz, das lassen wir gerade liegen. Ja, das Interessante ist, das Gewehr haben sie aber da oben gelassen. Ich verstehe manchmal die Gedankenwelt von Hinterland nicht mehr. Ein bisschen schade. Ja, apropos Gedankenwelt nicht mehr verstehen. Ich habe mich ja sehr eigentlich auf Kerbal Space Program 2 gefreut. Das Einser ja ziemlich gesuchtet, mal eine Weile lang. Und ja, das Studio, was ja initial Kerbal Space Program entwickelt hatte, hat ja über den Publisher Private Division. Ja, komm. Über den Publisher Private Division halt die Sachen, die ihr Spiel dann sozusagen veröffentlicht, damit die sich halt das Marketing sparen. Dafür verdient der Publisher dann halt an den Verkäufen mit. Das ist halt dann, was du dann bezahlst. Und dann, naja, und dann haben die halt begonnen, an Kerbal Space Program 2 weiterzuentwickeln. Oder neu zu entwickeln. Ich glaube, die haben das komplett neu aufgesetzt. Es ist nicht nur, dass sie das weiterentwickelt haben. So, lass uns mal kurz durchschauen, was wir jetzt hier lassen können. Das nehmen wir auseinander, bevor wir schlafen gehen. Ja, wirklich viel ist es tatsächlich nicht, aber wir werden jetzt auch ein bisschen leichter, wenn wir dann Wasser verbrennen. Höhle, Gebirgsstadt. Dann wollen wir mal. Wir warten schon mal auf die andere Seite, pendeln dort und dann sind wir am nächsten... Ja, nee, wir gehen jetzt nicht raus. Nächsten Tag direkt bereit fürs Lautflusstal. Naja, dann haben die halt begonnen weiterzuentwickeln oder neu zu entwickeln an Kerbal Space Program 2. Und dann hat Private Division begonnen Köpfe des Entwicklerteams abzuwerben, mit der Prämisse, ein eigenes Studio aufzubauen und das Spiel dann weiterzuentwickeln. Weiß nicht, was die da für einen Deal hatten. Ja, ja. Also ich weiß nicht, was die für einen Deal hatten, dass die das einfach so konnten. Aber ich sag mal, koscher ist anders. Ja. Also das heißt, die haben sozusagen die ehemaligen Gründer dieses Büros oder dieser Programmierbude halt ausgehebelt. Okay, ich weiß nicht, welchen Weg man gehen muss mehr. Das ist einfach zu lang her. Ja, ausgehebelt und dann ein eigenes Studio aufgebaut. Sind wir schon da? Tatsächlich sind wir schon da. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Höhle so kurz ist, aber so ist es halt. So, wir legen das mal alles raus hier. Dann passt es ja. Genau, dann kannst du es jetzt mal zerlegen. Ja, haben da jetzt halt das in die Early Access Phase, wie sie so schön genannt haben, halt verfrachtet. Und für, muss man sich jetzt festhalten. Was denkt ihr denn, was üblicherweise ein Spiel in der Early Access Phase so kostet? Hm? 10, 15 Euro, vielleicht auch mal in selteneren Fällen 20 Euro, würde ich mal sagen. Also 25 fände ich schon sehr frech. Ja, 50. 50 Euro für die Early Access Phase. Und so wie ich mitbekommen habe, ist das Spiel massiv verbuggt. Also, das ist echt ein schlechter Deal. Also für, wir können ja echt lang warten, krass. Wie ist denn das? Ah, es wird schon wieder warm. Ja, okay.
sollten jetzt trotzdem rein. Erstmal pennen. Naja. Ein paar Schritte reingehen, damit man dann auch wieder in den Schlafsack kommt. Okay, was essen wir denn? Wie viel braucht man denn? Das ist eher die viel wichtigere aller Fragen. Also die hier, genau. Dann essen wir gerade die Kondensmilch. So. Und deswegen hast du jetzt erstmal eine trockene Zunge bekommen. Genau. So, dann gute Nacht. 12. Ich brauche meine Zeit zum Trinken. So wie du auch. Gut. Ja, den Rest. Nein, ich wollte gerade sagen, den Rest der Kalorien schenke ich dir, aber hey, da kommt wieder so ein Spruch. So. Wir haben schönstes Wetterchen. Nehmen wir das Holz mit. Ich glaube nicht. Was wir aber machen ist, wir lassen die Dose hier. Gut, Gewicht 32,7 Kilo und wir gehen jetzt erstmal wieder vorne zu dem Aussichtspunkt, um zu gucken, wo denn nun die Stelle ist mit dem Feuerchen. Ich schätze, wir müssen durchs gesamte Stumpflusstal durch. Zu meinem Glück. Ist nicht nur der kurze Weg, in Anführungsstrichen. Der kurze Weg ist meistens sogar sehr lang. Deswegen habe ich beide Energy Drinks mitgenommen, dass wir da so schnell wie möglich durchstürzen können. Ja, genau. Wir haben es für 50 Euro, haben die das in die Early Access Phase gebracht. Und wenn du so viel Geld ausgibst für ein Early Access, ich will gar nicht wissen, was das Spiel kostet, wenn das dann final rauskommt. Weil sie können ja nicht sagen, nee, dann kostet es 70. Für 20 Euro mehr, das kann ich mir kaum vorstellen, kostet es dann 100? Also irgendwo hört es dann auch mal auf, muss ich echt sagen. Ja, und es ist brutal. Es ist echt massivst verbuggt und es ist nicht geil. Erwartet man Besseres. Vor allem, wo es ja tatsächlich fast alle aus der ehemaligen Programmierbude ja mitgegangen sind. Was ich übrigens auch sehr schwach finde. Aber hey, also ich hol's mir nicht. Muss ich echt sagen. Naja, wir haben Glück, Leute. Wir haben Glück, das ist gerade da drüben. Grad, in Anführungsstrichen. Das ist immer noch ein Stückchen, aber es ist die schnellere Variante. Super. Wir haben auch sehr wenig Wind. Dafür ist es trotzdem arschkalt, echt. Wie ist denn mit unserer Kleidung los? Ja, okay, vielleicht hätte man da erstmal rundherum reparieren sollen, bevor man aufbricht. Aber hey, ist ja auch egal. Ja, also das, das war nicht so geil. So, na dann. Einmal hier rüberstiefeln. Zweimal hier rüberstiefeln. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Wir sterben jetzt. Ich hätte natürlich das Gewehr da lassen können und oder den Bogen, aber hey. Wenn wir das Seil hochgeschafft haben, dann ist es sowieso egal. Naja, der Wolf ist da. Ja, dieses Seil ist das. Es ist nicht da hinten das Seil. Da hinten hängt nämlich noch gar kein Seil. Wo ist er denn? Wäre schön, wenn man ihn sehen würde. Anscheinend ist er direkt unter uns, oder was? Man sieht die Spuren. Ah ja, da ist er tatsächlich. Wir müssen es ja nur ans Seil schaffen. Jesus, it's cold. Psst, bist du leise? Dann ziehen wir das schon mal an. Also hast du angezogen. Gut, man ist sich da immer nicht so sicher. Gut. Tschüss, Wolf. Und wir gehen jetzt auch nicht durch die Eishöhlen. Das kommt alles später. Wir sind da immer noch in der Ausrüstphase. Ja, das stiefelt's jetzt durch. Komm, wir machen da nicht noch eine Pause dazwischen.
Ja. Hervorragend. Das heißt natürlich nicht, dass wir... Ja, wir gehen... Warte mal, wir gehen mal kurz in die Höhle und wärmen uns mal auf. Dass wir nicht noch auf einen Wolf stoßen. Gib mal die Stöcke her. Wir verwenden die jetzt nicht, aber wir nehmen sie schon mal mit, weil wenn wir wiederkommen, dann haben wir gleich einen guten Bestand. Also erstmal wegholstern. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, ich gehe nicht in die Eishöhle, aber ich gehe nicht durch die Eishöhle. Das ist eigentlich eher der Hintergedanke. Okay, da sind wir wieder. Da lasse ich gerade mal die Krampen an. Vielleicht stoßen wir auf den Wolf, vielleicht nicht. Ja, ich glaube, der Winter Survival Simulator ist auch noch nicht draußen, oder? Den gibt es auch bisher nur als Demo. Wenn mich nicht alles täuscht. Muss ich gerade mal gucken. Hallo. Bitte öffnen. Ja, ich liebe das, wenn der Rechner, und in dem Fall ist es Handy, im Hintergrund immer irgendwas macht, während man das bedient. Weißt du, es liegt da 2 Stunden rum. Aber nein, immer in dem Moment, wo man es aufnimmt. Oh ja, ich installiere gerade. Simulator. So. Schauen wir mal. Ah, guck mal, Stöcke. Und Wind übrigens. Aber das wirst du ja gleich von dir geben. Gut. Das Team, komm, wir öffnen es mal. Ja, okay, kommst du nicht durch. Ja, da hinten ist anscheinend einer gespawnt. Ja, da müssen wir uns durchschlagen, zumindest die eine oder andere Richtung, ist auch völlig egal. Dann machst du es jetzt gleich. 18 Minuten. Naja, da beginnt es zu schneien. Early Access, genau. Da gibt es aber noch kein Release Date. Dieses Spiel ist noch nicht auf Steam verfügbar, bald verfügbar. Genau. Coming soon. Ne, gibt da noch kein Release-Datum. Naja. Der sollte, glaube ich, auch schon rauskommen oder so. Aber wir gehen erstmal darüber. Oh, jetzt ist mir zu kalt. Ja, wir haben jetzt auch sehr viel Stöcke, jetzt noch mehr. Ich glaube, die brauchst du jetzt auch nicht mehr. Ja, okay. Die Federn, bitte. Ein Beil. Der war wieder auf dem Treffen der kanadischen... Oh, geil. Feuerstahl. Kanadischen Waldfäller... Holzfäller-Organisation. Mysteriöse Signalfeuer. Abbauen, natürlich... Ist doch klar. Alles geschafft. Gut, alles klar. Hast doch die Kuhle wieder ausgehoben. Dann wird's Stein, super. Ja, okay, nimm das erstmal weg. Das ist ja gerade nicht auszuhalten. McKinnojack und eine Notfallspritz. Und eine relativ runtergekommene Lupe. Noch mehr Munition und noch mehr anzuziehen. Da ist noch was zu essen. Und da ist wirklich noch was zu essen. Guck mal, was da liegt. Da liegt er. Oh, das ist viel zu viel Zeug. Ich habe den Sack nicht aufgehoben. Ja, wir gehen jetzt. Und wenn du den nimmst, also den musst du erst ausrüsten, natürlich. Ja, du hast das Falsche genommen, ja? Das ist nur, dass es klar ist. Das ist übrigens schon ein bisschen nass. Ist trotzdem noch zu schwer. Aber das Schöne ist, wir sind jetzt bei 40 Kilo. Also jetzt hast du die wieder an. Ich hab sie doch eben erst ausgezogen. Ja,
das kalte Signalfeuer. Ja. Ja, definitiv. Ja, ich habe mich jetzt nochmal erkundigt, wie das in Norwegen ist mit Drohnen. Fliegen sozusagen, weil das sollte man ja auch wissen. Das Zielland, und die haben die europäischen Normen übernommen, das heißt auch 120 Meter maximale Flughöhe. Ich weiß nicht, warum sie da 120 Meter da das so eingeschränkt haben. Verstehe ich halt nicht. Also speziell, ich sag mal, wenn du jetzt wirklich mitten in der Pampa bist, das ist doch völlig scheißegal. Also manche Sachen muss man wahrscheinlich nicht verstehen. Aber so ist es halt. Wieso ist das eigentlich mit der Höhle hier? Nur mal interessenshalber. Da liegt Kohle. Okay, huch, was ist das? Ja, hey. Kannst aber noch theoretisch rennen. Gut, das heißt, wir haben jetzt das maximale Tragegewicht, mögliche Tragegewicht, ohne Sattbonus. Das wird bei ihr sowieso ein bisschen tricky. Erzähl nicht. Ja, und die Norweger haben zusätzlich auch sehr viele Schutzgebiete, also Gletscher, Flüsse und so weiter. Also du kannst dann halt auf einer Webseite bei denen halt das relativ gut einsehen, was halt als Schutzgebiet definiert ist, wo es generell verboten ist. Es ist üblicherweise Flughäfen und solche Geschichten, Militäranlagen, Gefängnisse und solche Sachen. Da ist natürlich Drohnen komplett verboten, das ist ja klar. Wollte ich da eh nicht fliegen haben, weil das ist mir auch zu teuer, um ehrlich zu sein. Wenn das dann kaputt geht. Ja, aber den meisten Stellen kannst du es schon benutzen. Es gibt ja auch Länder, die haben die komplett gebannt. Also ich weiß zum Beispiel, Nicaragua hat zum Beispiel Drohnen komplett verbannt. Darfst du gar nicht benutzen. Ja, das ist halt immer... Ich verstehe das halt auch nicht. Es sind immer halt diese schlechten Beispiele, die es dann immer in die Presse schaffen oder in die Öffentlichkeit im Generellen. Wo es dann heißt, ja, die bösen Drohnenbesitzer, und dabei sind es wieder nur ein paar. Und diese Deppen bestimmen dann sozusagen für die Mehrheit, wie es dann zu sein hat. Aber es ist schon erstaunlich. Es gibt auch genügend Rechtsanwälte, die immer alles denken, immer alles zu wissen. Und die dann auch immer Aussagen treffen, wo man dann denkt, ja, ich hätte erst nochmal nachgeguckt, bevor ich mich dazu äußere. Ja, jetzt beginnt der langsame, aber stetige Weg zurück. Und das selbst mit Rücken, ja, das war ja so lustig, als ich da hier meine Regenjacke und Regenhose und die neuen Wanderschuhe getestet habe, wo es ja so extrem geregnet hat. Das war ja wirklich krass. Und hat auch gestürmt, das war wirklich, wo man sich in den Wind stemmen konnte, aber es war nie so, obwohl wirklich... Die Windböen waren 60-70 km/h. Das war wirklich nicht so, wo du sagst, naja, das war alles nur laues Lüftchen. Fand ich jetzt nicht so problematisch. Gut, man war jetzt auch kein Schnee, okay. Das gebe ich zu, aber trotzdem. Aber die Jacke ist krass. Also die Investition hat sich definitiv gelohnt. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich noch eine entsprechend gute Hose dazu bekomme. Damit ich da
vorbereitet bin, falls es dann doch nass wird. Weil die ist komplett trocken gewesen. Innen. Außen natürlich nicht. Das war ja auch nicht der Sinn der Sache. Aber das Lustige ist, ich habe die dann ausgeschüttelt und dann war die trocken. Also der Stoff selber ist nicht nass geworden, sondern das war wirklich wie so ein... Also es fühlt sich von außen an, als wäre das nur so eine Plastikschicht, aber innen ist sie komplett trocken gewesen. Und es ist natürlich keine Plastikschicht. Das ist also ein sehr enges Gewebe. Beschichtet natürlich. So ein Plastikding wollte ich mir auch nicht überziehen. Ja, und warm. Warm ist sie. Weil die halt auch winddicht ist. Natürlich. Gleichzeitig. Es scheint übrigens auf nachzulassen mit Schnee. Tatsächlich. Denn es klart auf. War das komplett auf oder ist schon so weit? Ne, ist noch keine Aurora. Dann ist es wahrscheinlich nur bewölkt. Oder haben sie jetzt auch tiefer liegende Wolken eingebaut? Das wäre natürlich schon sehr stimmungsvoll. Aber ich glaube, dass der Schnee eher aufhört. Also, da müssen wir uns nochmal durchschlagen. Ja, okay. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Dann müssen wir da nochmal durch. Ja. Da ist es nur noch bewölkt. Wie ist es denn so kalt? Es ist viel zu kalt. Minus 24. Ja, wir haben es halt auf Interloper-Niveau. Die Abkühlung. Ja, da ist natürlich klar, dass das sehr, sehr kalt ist. Ja, okay. Dann ist es ja auch völlig egal. Wenn du einen guten Schlaf hast, dann kommst du da, kriegst deine Prozente easy wieder. Hat der Wind noch schnell gedreht, geil. Ja, das fühlt sich sowieso schon die ganze Zeit so an. Ja. Ja, es gibt übrigens eine Mod. Habe ich gesehen, unter anderem, die für das Vergraben von Leichen zuständig ist. Also wenn du die halt loswerden willst, dann kannst du die, da gibt es dann irgendwie eine Mod, wo du das dann sagen kannst, Leiche vergraben und dann ist die dann weg. Also es ist nicht so, dass du jetzt eine Aktion damit ausführst, die ist dann einfach weg. Für all die Leute, die halt da ein Problem damit haben. Ah ja, nur noch minus 9 Grad im Windschatten, okay. Das ist sehr angenehm. Warm hier. Da hält was leicht mal aus. Ja, und dann habe ich eine Mod installiert für das Respawnen von Dingen. Also von Naturmaterialien sozusagen, wo ich gerade die Schösslinge halt sehe. Und ich habe sie aufs Maximum gestellt, das ist 365 Tage. Also ein Jahr musst du zubringen, bis die Dinge halt wieder nachspawnen. Also beziehungsweise 365 Tage, nachdem sie, ich schätze mal, nachdem sie entnommen wurden. Das heißt, in dem Fall, halt warte mal, in dem Fall, ja, musst du dann nochmal 86 Tage draufrechnen. Das heißt, da bist du dann bei 550 Tagen. Kannst du noch laufen? Guck mal, da hinten sind nämlich noch zwei Kohlen. Ja, da mal genügend Brennmaterial hier. Ich weiß jetzt schon, dass wir das nicht alles brauchen. Das ist immer so. Also warte mal, halt. Wir machen mal kurz eine Aufwärmrunde. Und dann trinkst du mal einen Birkenrindentee. Wobei, es eigentlich brauchst du es nicht. Eigentlich brauchst du es nicht, richtig. Vollkommen richtig. Weil in der nächsten Nacht, wenn du da wieder... Und du kriegst deine 10 Stunden Nacht, auf jeden Fall. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Dann hast du die Prozente eh wieder zusammen. Ja, es gibt gute und sinnvolle und weniger sinnvolle. Der Sturm hat zumindest mal aufgehört. Mods natürlich, wie immer halt. Aber ja, nach Gusto sozusagen kann man sich das installieren.
Ja, wir müssen leider den Umweg über den sehr lauten Wasserfall gehen. Ja, das Stumpflusstal. Das Stumpflusstal ist bekannt für seine massiven Funde, also in der Summe gesehen. Das liegt vor allem daran, weil du halt nicht viele Punkte hast, wo du Dinge sammeln kannst. Huch, da ist was aufgetaucht. Da unten. Das ist der Hammer. Ah ja. Gut. Easy. Die senkrechte Wand. Ja, okay. Da ist auf jeden Fall jede Menge Holz. Und da wir schon schwer genug sind, lassen wir das mal außen vor. Interesting. So, dann wollen wir mal. Ja, mein Chef ist extrem entspannt, das ist echt krass. Also mein neuer Chef sozusagen, mein aktueller Chef. Der hat das auch erzählt mal, der kommt halt aus irgendeiner Programmierbude, die halt extrem, sagen wir mal, konservativ ist. Also die ganzen Programmierer, die dort waren, die hatten wohl alle spezielle Probleme. Bei uns ist halt der Donnerstag ein Tag, da kommt dann unser Externer, unser Freelancer noch mit dazu. Und das ist so ein Tag, wo wir Dinge präsentieren. Wenn die halt, sagen wir mal, eine gewisse Wichtigkeit vielleicht haben oder eine gewisse Prägnanz bei der Umsetzung oder einfach auch mal das demonstrieren möchte. Und das dient halt auch ein bisschen so, ja, um dann gemeinsam vielleicht auch mal ein Ding reinzuschauen und da sozusagen was voranzupuschen. Und das war wohl, hat er gemeint, bei seinem vorherigen Brötchengeber gar nicht so. Seine Kollegen mochten das gar nicht, dass man den Bildschirm, wenn sie ihren Bildschirm teilen mussten, das mochten die überhaupt nicht. Geschweige denn, zusammen zu programmieren. An Dingen. Dass man dann gemeinsam über Probleme nachdenkt oder Verbesserungsvorschläge einbringt und dann versucht, gemeinsam eine bessere Lösung zu finden. Das ist schon sehr. Deswegen ist er so extrem entspannt, weil er halt auch merkt, dass alle im Prinzip in dieselbe Richtung denken. Halt gemeinsam ein gutes Ding auf die Beine zu stellen. Ohne, dass man sich da halt irgendwie in Graben kämpft oder so. Vertieft. Weil der hatte zum Beispiel, ich habe ja mein großes Ticket jetzt am Mittwoch fertiggestellt gehabt. Dann hat mein Chef nochmal drüber geschaut, hat er nochmal ein paar Anpassungen vorgenommen, hat es sozusagen nochmal ein bisschen gerade optimiert. Und ja. Nein. Genau, und dann hat er mir gesagt, okay, das muss ich jetzt halt in allen anderen Modulen, die halt in dieser Anwendung drin sind, muss ich das auch noch implementieren. Und er hat dann noch dazu gesagt, es reicht aber völlig aus, wenn ich das in meiner Probezeit schaffe. Ich muss mir da wirklich keinen Stress geben. Ja, also es ist wirklich extrem entspannt. Ich versuche das natürlich trotzdem schneller zu machen, das ist ja auch ein bisschen für mich. Immer so ein Ansporn, besser und schneller zu werden. Grundsätzlich. So, meine Gute. Hier liegen ja schon ein paar interessante Dinge. Und damit die nicht so alleine sind, wobei die sind nicht wirklich alleine, tun wir die 62 Stöcke auch dazu. Uff. Und alle 7 Kohlen. Krass. Ach, das ist das große Buch.
Ja, da bin ich auf dem falschen Tab. Jo, das könnte man noch lernen. Da kommen wir zwar nicht auf Level 5, aber ein bisschen näher. Krass. Das haben wir da auch irgendwo gefunden. Sonst noch irgendwas, was wir hier lassen können, was Sinn macht? Den vergammelten Elch kriegst du heute. Weißt du was, wir lassen mal die Limos hier. Und wir lassen mal den besseren Energy Drink da. Das auf jeden Fall. Ich glaube, das würde Sinn machen. Ansonsten nehmen wir das Zeug natürlich mit. Das ist klar. Das brauchen wir nicht hier liegen zu lassen. Ja, damit würde ich ja im Prinzip auch nicht hier rechnen. So, dann, ja, okay. Dann geht es wieder zurück. Und wir pennen einfach auf der anderen Seite der Höhle. Schätze ich mal. Okay, wir haben den Ausgang sehr schnell gefunden. War da nicht irgendwo noch ein Abzweig gewesen? Was ich übrigens nicht mag, ist, dass die Laterne so einen komischen Schimmer um sich hat. Das blendet doch sehr. Aber Gott, so ist es halt. Ja, es gibt... Ich habe das jetzt allerdings mal nicht aktiviert. Es gibt eine Mod. Ich habe die mal installiert. Ich weiß gar nicht mehr für was. Aber du kannst dort Achso, ja, genau. Und zwar habe ich die Zeit verkürzt, die man halt braucht, um solche Zweige und so auseinanderzunehmen. Weil 10 Minuten, ich weiß nicht. Also 10 Minuten, Entschuldigung. Um einen Zweig in 3 Stöcke zu zerlegen, brauchst du nicht 10 Minuten. Also dafür habe ich es installiert. Und die hat... Oh, das waren 2 Kohlen oder was? Tatsächlich. Geil. Warte mal, wir gehen mal da rein. Ja, genau. Und die hat noch eine Option, die du einstellen kannst. Und zwar, dass Dinge bei schlechtem Werkzeug, wenn das Werkzeug eine bestimmte Qualität unterschreitet, länger dauern. Ob das jetzt Säge ist, Beil, Messer, was auch immer. Das wäre lustig, mal das zu testen. Vor allem im Interloper wahrscheinlich. Ja, Interloper habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen. Bin ich dann doch mal drauf gegangen. Unglücklicherweise. Und erstaunlicherweise haben wir es dann aus der Ascheschlucht geschafft. Ich fasse es selber nicht. So. Dafür wären wir mit der Madame fast draufgegangen. Im Städtchen an der Kreuzung. Ja, wir werden auf jeden Fall hier drinnen bleiben. So, hier vielleicht. Ja, ich weiß, wenn ich wieder zu nah ranrutsche, dann ist sie einfach draußen. Können wir denn schon was loslernen? Okay, sie trinkt sehr leise. So. Schaffst du das auch schon ein paar Stunden? Okay, alles klar. Das war 0 Stunden. Du hast nicht mal eine Stunde geschafft. Wunderschön. Gut. Dann haben wir dir jetzt völlig umsonst Wasser gegeben. Okay, dann schläfst du jetzt erstmal 9 Stunden, weil mehr Wasser haben wir nicht. Was haben wir denn? Ich habe jetzt natürlich die Dosen sinnigerweise auf der anderen Seite rausgeschmissen. Dann ist halt noch eine Tomatensuppe. Da müssen wir mal gucken. Ja, das macht man doch gerade. Was machst du gerade? Oh, wenn ich das doch nur wüsste. Reicht das noch für die 3 Stunden? Wahrscheinlich nicht. Aber weißt du was? Ist mir egal. Gut. Mir wird's nicht. Alles klar. Tja, das war's jetzt mal mit Trinken. Ja, also frühwillig wollte ich jetzt eigentlich noch nicht los sein. Vielleicht warten wir zumindest mal eine Stunde. Damit wir dann in der nächsten Folge aufbrechen können. Wieder zurück ins Städtchen erstmal.
Ja, ich weiß jetzt nicht, was wir mit diesem Schießbuch machen. Das werden wir wahrscheinlich im Wilderlager zurücklassen, denn ich denke, wir sollten nicht das gesamte Fleisch aufessen. Wir haben allerdings noch vor der Kirche tonnenweise Wolfsfleisch liegen. Das müsste man auch irgendwie abkochen. Und im Dorf liegen auch noch ein paar Stücke Fleisch, die man auch noch abkochen könnte. Ob man das allerdings alles zusammen ins Dorf schaffen, das ist ja dann doch für das ein oder andere Tier sehr attraktiv. Das werden wir dann noch sehen. Vielleicht macht das Sinn. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.